Frage an den Regierungssprecher. Das Zentrum für politische Schönheit hat via KI eine doch relativ echt anmutende Kanzlerbotschaft zum Thema AfD-Verbot verfasst, entsprechenden Spendenaufruf auch auf einer Website. Gibt es da irgendwelche Konsequenzen? Und der Auftritt wirkt relativ echt angelehnt an den sonstigen Auftritt des Kanzlers im Internet. Ja, also Sie haben das so schön gesagt, das ist relativ lustig, natürlich ist das sehr, sehr ernst. Also unabhängig von der Botschaft, die damit vermittelt werden soll. Und deswegen können wir vor solchen Schritten grundsätzlich nur warnen. Und deswegen können wir nur massiv davor warnen. Ob es da rechtliche Konsequenzen geben kann, das wissen wir nicht. Das müssen wir jetzt uns erst einmal angucken. Ich finde, dieses Zentrum spricht ja dann von nicht von einer Ironie, aber von ich kann nur davor warnen, wenn wir täuschend echte oder vergleichsweise fast echte Bilder und Bewegtbilder und auch, ich finde, vor allem auch die Sprache ist sehr nah am Original, hätte ich fast gesagt, sich massiv auch dagegen wenden, auch als Medium vielleicht, das ja auch immer wieder vor der Frage steht, ist das nun echt oder nicht. Wir nehmen das überhaupt nicht auf die leichte Schulter, nein. Das ist kein Spaß. Wir haben ja nicht die Möglichkeit, ein Wahrheitsministerium zu gründen und dann sagt die Regierung, das stimmt und das stimmt nicht. Überlegt denn der Kanzler künftig, menschlicher oder lebendiger zu sprechen, um nicht mehr mit einer KI verwechselt werden zu können? Ach, Herr Jung, wenn es nicht so traurig wäre, wäre es lustig, diese Frage. Das ist angesichts der KI, des KI-Vermögens und laut Experten tatsächlich eine Möglichkeit und eine sinnvolle Möglichkeit, das zu verhindern. Also das ist jetzt keine Scherzfrage. Und der Kanzler hat ja eine Art zu sprechen, die es einer KI vielleicht leichter macht, ihn zu simulieren. Ist das Teil Ihrer Überlegung? Herr Jung, ich...